So, wir wollen jetzt zur Palisade. Die war wo genau? Gucken wir mal auf unsere Karte. Nein, das war die falsche Karte. Wir hatten doch noch eine neuere von dem Ort. Genau. So. Ah, das müsste genau in die Richtung, die wir gerade gucken, sein. Also genau westlich von diesem Turm. Da sieht man eine Brücke über so einen kleinen Teich. Und dahinter war die Palisade. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo hier wieder runter. Nee, nicht da runter. Vom Turm runter. Und vorher natürlich noch einen Geschwindigkeitstrank trinken. Sonst dauert das ja ewig. So, das schaut nicht gut aus. Da geht es in die falsche Richtung. Hier ist der Weg. Das heißt, wir folgen jetzt dem Weg runter, gucken dann, wo das alte Lager ist und gehen dann nicht in die Richtung des alten Lagers, sondern genau in die entgegengesetzte Richtung. Dann müssten wir eigentlich in Richtung... Oh, da ist Xalas Turm. Richtung Ork-Palisade gucken. Da hinten seht ihr sie auch schon. So, schon. Also, ja, ein direkter Weg wäre ganz schick. Aber der direkte Weg würde sehr wehtun. Aber das ist ja auch machbar. Die Tränke sind ja echt super für sowas. So, und da müssen wir mal schauen, ob der Schamane dann da ist. Und sonst müssten wir das Ulumulu schon mal bereit machen. Wo bist du? Da bist du. Das sieht ja auch sehr skurril aus. Aber man kann die Einzelteile gut erkennen. Also die verschiedenen Zähne zum Beispiel. Wollen wir überhaupt hier runter? Mal gucken wir mal. Und wir sollten noch ein, zwei Heiltränke trinken. Nur für den Fall, dass einer der Orks das Ulumulu nicht respektiert. So, dich ignorieren wir mal. Du bist eh harmlos. Die da sind nicht harmlos. Der da auch nicht. Hohoho. Okay, vielleicht sollten wir vorher ein wenig aufräumen. Man weiß ja nie, ob die Orks irgendwelche Trophäen haben wollen. Da nehmen wir doch mal wieder unseren Donnerschlag in die Hand. Und trinken unsere Heiltränke. Es ist ja nicht so, dass wir sie nicht auch so schaffen könnten, aber sicher ist sicher. Und man hat ja nur ein Leben. So. Erstmal den leichten. Schnipp. Dann hatten wir da so eine Echse und hier irgendwo noch eine, aber die tarnt sich. Braun in braun. Du bist doch wirklich allein? Jo, schau gut aus. Wir müssen uns ja ein bisschen aufwärmen, bevor wir die Orkstadt betreten. Denn selbst mit dem Ulumulu habe ich den Verdacht, dass es da nicht ganz ohne zugehen wird. Denn es sind ja schließlich Orks. Sie greifen uns vielleicht nicht offensichtlich an, aber eventuell werden wir irgendwie provoziert oder provozieren irgendeinen von denen und müssen dann irgendwelche rituellen Duelle ausstatten oder sowas. Da weiß man ja nie. Das Einzige, was wir von den Orks wissen, ist, wie man sie bekämpft. Was für eine Kultur die haben, wissen wir nicht wirklich, und wie man sich dazu verhalten hat. Aber das Wichtigste hätte uns der Schamane eigentlich auch sagen müssen. Das heißt, entweder können wir da jetzt einfach durchlaufen ohne... Oh, apropos Schamane, da ist er ja schon. Das ist doch unser Freund. Ja, schaut gut aus. Urshak grüßen, Freund. Freund haben Ulumulu, sein Gut. Freund nicht vergessen, tragen Ulumulu in Hand, wenn gehen über Brücke. Wie geht es dir, mein Freund? Urshak sein gesund. Urshak suchen eigenes Ulumulu. Vielleicht Urshak gehen Heimat mit eigenes Ulumulu. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Pass auf dich auf. Oh, also wenn wir unser Ulumulu nicht mehr brauchen, können wir es ja auch ihm geben. Dann kann er früher nach Hause gehen, das hat er sich redlich verdient. Was machst du hier so nah am Dorf? Urshak beobachten Brüder in Heimat. Urshak glauben, Krushak bald aufwachen. Urshak hier warten und kämpfen gegen Krushak, wenn er wacht. Der Schläfer wird bald erwachen? Ich hoffe, du liegst falsch. Bei allem, was ich bisher über diesen Erzdämon gehört habe, ist er mir schlafend bedeutend lieber. Bei unserem letzten Treffen erzähltest du, dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben. Brüder von Urshak haben verschlossen Tempel in Erde. Sehr gut. Freund, nicht können gehen hinein.
Freund müssen benutzen Zauber von Brüder, die seien Söhne von Geist wie Urshak. Also Schamanen. Wo finde ich diesen Zauber? Müssen gehen in Höhle von Brüder, die seien Söhne von Geist wie Urshak. Aber Freunde müssen aufpassen, wenn benutzen Zauber Brüder von Urshak nicht mögen. Ulumulu nicht helfen, wenn Freund benutzen Zauber. Freund müssen nehmen Figur von große Säule. Figur öffnen Tor zu Tempelhalle. Das klingt doch wesentlich einfacher. Aber da ist bestimmt Nagen. Na gut, nehmen wir das Ulumulu in die Hand. Da haben wir es. Speichern kurz ab. So. Holen es raus und laufen jetzt einfach über die Brücke. Auch wenn da ja eigentlich keine Orks mehr waren. Aber die werden wohl inzwischen da wieder reingelaufen sein. Hoffentlich hat uns da letztes Mal keiner gesehen. Nee, ist noch alles ruhig. Das ist ja auch gut. Können wir jetzt das Tor öffnen? Ah, gut. So, Mono in die Hand. Und hier tanzen sie wieder und scheinen nicht bemerkt zu haben, dass ihre Freunde draußen alle tot sind. Na gut, also wir suchen jetzt Schamanen. Die haben irgendwo eine Höhle. Und da müsste der Zauber liegen. Und irgendwo ist eine Säule und darauf ist eine Statue, die wir auch benutzen könnten. Na gut, gucken wir uns hier erstmal in Ruhe um. Man hat ja nicht jeden Tag die Gelegenheit, ein Orkdorf zu begutachten, ohne gleich angegriffen zu werden. Das ist dann hier nun die Palisade. Spielen sie irgendwelche Trommeln? Teilweise haben wir da auch Ork-Krieger zwischen, die sich unterhalten. Und die beiden bewachen wohl den eigentlichen Eingang. Ja, genau, ihr. Die wollen anscheinend nicht, dass ich da lang gehe. Dann gehen wir mal hier lang. Da ist eine Höhle. Da hinten zwar auch, aber ich denke nicht, dass die Wache uns da durchlassen werden. Gucken wir mal, was die hier machen. Hallo? Er ist wohl einfach nur neugierig. Ja, das sind... Was? Ich tue dir nichts. Du tust mir hoffentlich auch nichts. Also das sind auf jeden Fall Schamanen. Das wird dann wohl die Säule sein mit dem... mit der Statue oben drauf. Die leuchtet auch irgendwie. Also das wäre eine Möglichkeit reinzukommen. Aber sobald wir da irgendwas machen... Also hochklettern oder versuchen, die Säule da umzustoßen, werden wir bestimmt angegriffen werden. Und mit drei Schamanen und ganz vielen Orkkriegern auf einmal uns anzulegen, wäre nicht so eine gute Idee. Also suchen wir jetzt mal die Zauberrolle, die der Schamane erwähnt hat, die bei seinen Brüdern in einer Höhle sein sollen. Hier schaut doch gut aus. Und der Ork hinter uns ist wohl unser Leibwächter. Also nicht, um uns zu beschützen, sondern um zu gucken, was wir anstellen. Oh, hier wird es ganz schön dunkel. Aber ich will nicht das Ulumulu weglegen. So, hier ist eine Art Thronsaal. Oh, was liegt denn da? Ha, ein Horn eines Schattenläufers. Ja, das könnte jetzt schwierig werden. Wenn wir das Ulumulu weglegen, greifst du uns dann an? Nein, sehr schön. Das nächste Problem wäre jetzt, dass er uns angreift, wenn wir die Truhe öffnen. Gucken wir mal. Nö, aber hier sind nur jede Menge Ork-Waffen drin. Die können die auch ruhig behalten. 75 hatte die. Oh, die haben sehr gute Waffen. Ah, hier ist aber viel zu dunkel. Na gut, Fackel muss her. Hoffen wir mal, dass das sie nicht irgendwie provoziert. So.
So, alles okay, Freund? Ah, sehr schön. Ganz schön weitläufig die Höhlen hier. Theoretisch könnten wir hier unsere Wache auch einfach umbringen. Das merkt ja keiner. Oh, was haben wir denn da? Das sieht mir nach einem schönen Schwert aus. Gucken wir gleich mal. Rachestahl. Ja, eine sehr schöne Waffe. Die werden wir auf jeden Fall benutzen. Aber, nicht hier drin. Außer es kommt zum Schlimmsten. Hier ist ein Teil überflutet. Und da oben sind die Schamanen. Urshak meinte doch, wir sollen in die Höhle der Schamanen gehen. Und da würde irgendwo eine Schriftrolle sein. Also wahrscheinlich in deren Habseligkeiten. Da können wir nicht rein. Da ist sonst auch nichts. Oh, da doch ist ein Schalter. Klick. Geht nicht. Vielleicht muss der erst wieder zu. Nö, muss so mit der Zeit verrostet sein. Aber da sehen wir auch nicht wirklich irgendwas von Interesse. Na gut. Dann wieder hoch und wir müssen uns irgendwo falsch umgeguckt haben. Da geht's nicht weiter. Okay. Vielleicht beim Thronsaal irgendwo eine Abzweigung. Wobei, wenn das hier wirklich der Thronsaal ist und hier unten das Gefängnis, dann wird das nicht unbedingt der Bereich der Schamanen sein, oder? Wer würde denn Ork-König sein? Ein Schamane oder ein starker Krieger? Fragen über Fragen. Hätten wir alles mal Urshak stellen sollen, bevor wir hier hingehen? Oder ihn hier, aber ich denke nicht, dass er die Sprache der Menschen sprechen wird. Oder sprechen will. So, da geht's wieder zurück. Hier gibt's keine Abzweigung. Nicht, dass wir die Schamanen jetzt bestehlen müssen. Das wäre nicht so toll. So, da geht's wieder nach draußen. Und hier geht's wohl in den eigentlichen Tempel, wo wir ja auch hinwollen. Aber die Tür öffnet sich dann wahrscheinlich erst mit der Zauberrolle. Oh, was war denn das da? Der Hebel bewegt sich kein Haaresbreit. Schade. Also ja, da werden wir erst reinkommen, wenn wir die Statue haben oder den Zauber. So, da waren wir eben gerade schon. Hier sind die ganzen Schamanen. Dann werden die wohl irgendwo anders noch einen Schlafbereich haben. Oder ist hier oben auf diesen kleinen Säulen noch was drauf? Kommen wir da ran? Nö. Vielleicht in den Hütten. Also die Hütten sahen zwar eher so aus, als wären sie für irgendwelche Bauern gemacht, aber man weiß ja nie. Oh, und da scheint es auch noch weiter zu gehen. Lasst ihr uns durch? Ah, gut. Mit etwas Glück sind das jetzt die Kammern der Schamanen. Und ja, doch, es sieht ein wenig okkult aus. Da geht's runter in einen Raum. Ja, sehr schön. Und eine Schatzkiste. Was haben wir denn hier? Kräuter. Die nehmen wir mal mit. Unseren Freund hier scheint es nicht wirklich zu stören, dass wir seine Kameraden bestehlen. Aber vielleicht haben Orks ja auch ein anderes Werteverhältnis. Also es gehört dem, der am stärksten ist oder am meisten geleistet hat. Weil für unser... Oh... Für unser Ulumulu mussten wir schon recht mächtige Kreaturen töten. Vielleicht haben wir deswegen das Recht, alles zu nehmen von den Leuten, die unter uns stehen. Also die nicht in der Lage sind, all diese Kreaturen zu töten. Würde zumindest Sinn machen. So, hier ist noch eine Truhe und da ist jetzt hoffentlich langsam alle Zauber drin.
Orkischer Teleportationszauber. Sehr schön. Und noch ein paar andere Schriftrollen, die kommen auch mal mit. Jetzt wurde uns gesagt, wir sollen mit dem Teleportieren vorsichtig sein. Denn sobald wir in Zauber sprechen, würden das die Orks falsch verstehen. Das heißt, wir sollten uns seiner entledigen. Und dann haben wir immer noch die drei Schamanen, die vor dem Tor waren. Ja, das könnte problematisch werden. Na gut, speichern wir erstmal ab. Und dann schauen wir weiter. 81.